Stand heute jeden Tag 4 Betriebe machen dicht. Kommt aus Hamburg hierher und zeigt uns Landwirten den Mittelfinger. Wir haben ein bisschen früh, 4 Uhr genau gesagt. Erwin, Carsten und ich sind unterwegs nach Trebel. Wir Landwirte hier im Kreis bleiben nämlich hier im Kreis. Wir fahren zu keiner großen Stadt. Wenn es heißt, das Land wird lahmgelegt, muss das ganze Land lahmgelegt werden. Das tut mir leid für alle normalen Bürger. Aber erst dann verstehen die Leute da oben wirklich, dass es so nicht weitergeht. Deswegen treffen wir uns jetzt im Nachbarort mit noch weiteren Landwirten. Und der erste Halt ist Rondel. So, pünktlich wie die Feuerwehr, wie geplant, 20 nach 4, ziehen wir weiter. Aus Trebel, da wo unser Treffpunkt war, da haben wir noch nichts blockiert, Richtung Rondel. So, erste Station ist abgehakt. Wir haben jetzt 6.11 Uhr, knappe nicht ganz 2 Stunden, also eher 1,5 Stunden standen wir dort und haben eine Kreuzung blockiert. Zur Klarstellung, sobald jemand zu uns gekommen ist, mit uns gesprochen hat, normal gefragt hat, ob er nicht vorbei kann, weil zum Beispiel Kinder zur Schule, gerade Nachtschicht fertig und er will einfach nach Hause. Eine war eine Rettungssanitäterin. Wir haben immer Platz gemacht, haben die Leute durchgelassen. Wir haben die Busse durchgelassen. Es geht aber erstmal darum, dass man erstmal blockiert. Und ich habe schon gesagt, mir tut's leid, aber wenn wir uns am Grünstreifen hinstellen und ein Schild hochhalten und sagen, wir sind unzufrieden, wird sich nichts ändern. Wir werden nicht erhört. Das ist momentan ein Zwiespalt zwischen den normalen Bürger leider ein bisschen hindern an seinem Alltag und den Leuten oben zeigen, dass es so nicht weitergeht. Die Ampelregierung hat ja schon zurückgerudert. Die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge bleibt bestehen. Gerade diese Rückvergütung soll durchgezogen werden, allerdings auf die nächsten 3 Jahre verteilt. Ich habe das Riesenglück, dass ich nicht davon ausgehen muss, dass die Existenz unseres Betriebes davon leidet, zumindest in meiner Generation. Ich weiß aber nicht, was alles kommen wird. Ich meine, in der Politik, ich will gar nicht so extrem in das Thema eingehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man muss sich so ein bisschen rechtfertigen, weil zwischen euch Zuschauern sind leider nicht nur Leute, die Verständnis für uns haben, sondern auch viele Leute, die der Meinung sind, dass wir sowieso den Arsch vollgeblasen kriegen und jetzt die Fresse nicht voll kriegen können. Es gibt jetzt auch Betriebe, die um ihre Existenz bangen. Falls ihr es nicht wisst, Stand heute jeden Tag 4 Betriebe machen dicht. Ich will jetzt hier zu Beginn gar nicht so einen langen Monolog machen. Ich teile das ein bisschen auf. Ich werde immer wieder im Video ein paar Statements dazu geben.
Ich hoffe, die Demos verlaufen überall friedlich. Wie gesagt, wir sind hier bei uns im Landkreis. Ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendwelche Krawallleute sich untermischen. Allerdings war es damals zu Castor-Demos auch schon, für die Leute, die es nicht wissen, was ein Castor ist. Atomkraft produziert Müll. Dieser Müll muss irgendwo drinnen gelagert werden. Und ein Castor hat ungefähr eine Größe von einem großen Container. Und das nennt sich Castor. Hier bei uns in der Gegend, Gorleben, das ist 7 Kilometer von meinem Ort, war immer geplant, dass ein Atomendlager wird. Dementsprechend haben wir hier schon immer sehr stark dazu demonstriert, weil Gorleben ein Salzbergwerk ist und Asse auch ein Zwischenlager ist. Salzbergwerk, da ist Wasser reingelaufen und das ist einfach nicht sicher. Das ist aber nochmal was ganz anderes. Warum ich das aufgreife zu den Demos, damals haben sich Leute eingeschleust. Meistens schwarz gekleidet, vermummt, Rucksack auf und die machen richtig Randale. Die schmeißen Steine, die benehmen sich daneben und das sind nicht wir. Da distanzieren wir deutschen Landwirte und alle, die sich uns anschließen, von. Ich hoffe, überall sind die Demos bei euch friedlich verlaufen. Ich gehe davon aus, dass es bei uns so ist. Wir fahren jetzt erstmal zum nächsten Standort und ja, ich nehme euch immer mal wieder ein bisschen mit. Und ich appelliere an alle, die nicht unbedingt aus der Landwirtschaft kommen und nicht unbedingt Verständnis dafür haben. Wir demonstrieren hier nicht für eine 35-Stunden-Woche oder eine Gehaltserhöhung oder sonstiges, sondern für die Existenz. Habt bitte Verständnis dafür und weiterhin viel Spaß beim Video. Ach so, und auch hier ist der Fall. Hier vorne ist es gerade ein bisschen enger, aber das sind nur ein paar Trecker. Wir sitzen auf unseren Treckern, wie ihr seht, nach hinten ist frei. Rettungskräfte, falls wer kommt, kann immer durch. Ansonsten wäre hier nämlich auch noch ein Parkplatz. Also bitte denkt nicht, dass wir da nicht dran denken. Wir sitzen hier jetzt auch seit knapper dreiviertel Stunde und es wird gleich weitergehen zum nächsten Standort. Wir haben nämlich Bescheid gekriegt, dass unsere Kollegen, die die Kreisstadt blockieren wollten, zu wenig sind. Dementsprechend, ja, die ersten Trecker rücken gerade ab. Geht's jetzt weiter für uns Richtung Lüchow und wir rücken hier erstmal wieder ab. Mittlerweile ist es hell. Wir standen hier gerade kurz vor dem Ort. Unser nächster Halt ist, kennt ihr vielleicht aus anderen Videos von mir, die Tankstelle des Vertrauens. Zumindest wurde das so angekündigt. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich halten oder durchfahren nach Lüchow. Ja, wir werden es gleich sehen. Wir sind mit knapp 15 km/h gefahren, weil ja auch alte Trecker dazwischen sind, die ja, 25 fahren und ist ja bekannt, eine Demo oder eine, wenn man fährt, in der Kolonne, ist wie eine Ziehharmonika, glaube ich, so heißt, ja, heißt Ziehharmonika, ne, zieht sich auseinander, fährt wieder zusammen. Also ich hatte ja auch Momente, wo ich mit meinen 15 km/h hier meinem Leon heißt da vor mir, ihn fast hinten raufgefahren bin, dann zwischendurch musste ich auf 9 runter, dann musste ich wieder Hackengas. Okay, ich sehe gerade schon Carsten läuft da vorne. Carsten ist übrigens der Gruppenleiter hier vorne weg. Ich skippe jetzt mal einmal dahin, wo er hingefilmt hat. Ich hoffe, er hat auch was gefilmt. Ich weiß es nicht. Moin, wir fahren los. Das ist Lars. Es ist 4 Uhr am Morgen. Mal gucken, was der Tag so bringt heute. Und jetzt sind wir wieder hier. Zack. Also, Stand jetzt weiß ich nicht, was ich gerade gezeigt habe. Aber, ja.
So, wie ihr seht, es geht weiter. Wir stehen hier immer nur knappe 20 Minuten, damit wir keine Ordnungswidrigkeit begehen. Und ich muss auch sagen, finde ich auch ganz gut. Dadurch, ja, stören wir ein bisschen, aber ich hoffe, wir nerven nicht alle so extrem. Na, wie zuvor? Dieses Tüdelband haben auch einige Autos dran. Das ist ein Zeichen, dass die zu uns gehören quasi. Das ist, wie ihr seht, jeder Trecker hat so ein Tüdelband dran. Ich hoffe, sie fährt auch nach rechts. Sonst wird es jetzt schwierig, weil der LKW gerade noch steht. Ihr habt es gerade auch in den Drohnenaufnahmen gesehen. Ja. Wir lassen die Autos trotzdem durch. Hier waren ein paar Autos, die sich in der Mitte hingestellt haben. Da könnten wir jetzt sagen, ja, Rettungsgasse war nicht gegeben. Die konnten aber dennoch schnell wieder weg. Und der Vorteil, oder was heißt der Vorteil? Das Ding ist, wir sind in einer kleinen Region hier. Hier sind sehr, sehr wenig Einsätze. Mir wurde gerade was gesagt von 2 bis 3 Einsätzen am Tag. Dementsprechend kam jetzt auch in 20 Minuten jetzt nicht die Situation auf, dass eine Rettungsgasse gebildet werden musste. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, hier bei uns läuft alles super friedlich ab. Wir sind keine Krawallmacher zwischen den Demonstrierenden. Aber allerdings in den Städten ist es zu erwarten. Habe ich auch ein paar Nachrichten gekriegt, dass es halt leider so ist, dass sich Nazis und sonstige Gruppierungen untermischen, weil sie so eine Situation nutzen und so tun, als wenn sie zu den Landwirten gehören. Da kann ich nur sagen, Landwirtschaft ist bunt und nicht braun. Also bitte unterscheidet dies. Wir Landwirte demonstrieren friedlich und mit uns kann man auch reden. Wir achten auf eine Rettungsgasse. Das wurde auch oft gesagt, dass wir das nicht machen. Das stimmt nicht. Das soll es jetzt aber auch eigentlich hier so gewesen sein. Also ich habe Angst, weiß ich nicht, das ist so ein halbes Rechtfertigungsvideo, weil ich halt wirklich das, weiß ich nicht, die Meinungen spalten sich extrem und ich versuche es halt eigentlich immer allen recht zu machen. Das ist schwierig jetzt gerade, eigentlich gar nicht möglich, aber deswegen, ich zeige euch jetzt, ich nehme euch einfach nur mit, wie wir was machen und ich hoffe, wir regen nicht zu viele Menschen auf mit dieser Aktion. So, es geht weiter für uns. Ich meine, wir wollen doch gerade Platz machen. Es war hier gerade auch schon die Situation, dass manche Leute jetzt sich schnell zwischenquetschen, weil sie denken, dass wir weiter den Kreisel blockieren. Ach Mann. Wir wollen doch nur wieder weg. Ja. Hier standen wir jetzt auch 1/4 Stunde, 20 Minuten. Das hier ist die Umgehungsstraße. Wir können ja auch mal wieder ein bisschen hupen. Das Ding ist, ich habe hier so eine Elektrohupe, die klingt auch eher, weiß ich nicht, ein bisschen komisch. Die funktioniert auch nur, wenn ich hier meinen Zigarettenanzünder reinstecke. Ja, das klingt wie so eine alte Lokomotivhupe. Mann, Mann, Mann. Unser Azubi nachgerückt, der hat gerade noch die Biogasanlage gefüttert. Ist ja leider so, ne? Wenn alle unterwegs sind, irgendeiner muss den Laden ja am Laufen halten. Hat er übrigens heute auch ganz alleine gemacht am Ladendienst. Also, oh, der hat das auf dem Kasten. Nicht dahin. So wie es scheint. Da vorne ist ein Kreisel. Da fahren gerade einige hin, aber wir sind mehr geworden. Sieht so aus, als wenn hier jetzt ein Teil der Umgehungsstraße auch noch weiter blockiert wird. Okay, mir wird angezeigt, ich soll weiterfahren. Er biegt links ab, gut. Ich schließe mich dem Kreisel da drüben mit an.
hier geht's auch weiter. Das hier war wieder der Kreisel, wo wir vorhin waren. Wir fahren quasi von Kreisel zu Kreisel. Und wenn ich hier die Kamera jetzt auch mal ein bisschen drehe, könnt ihr sehen, da kommen auch die ersten Landwirte aus dem Ort. Polizei ist ja auch, aber alle super friedlich, sympathische Leute. Also hier geht alles friedlich zu sehen. Wir lassen immer mal wieder Leute durch, bilden Rettungsgasse. Tobias! Und auch hier haben wir kleine Verpflegung gekriegt von der VR Plus, Gutschein für einen Bockwurst und einen Kaffee, Apfel, ja, und das hier ist, glaube ich, ein Bierzisch, nur mit einem anderen Aufkleber drauf, von Völkel. Kleinen Pickup auch noch, das ist schön. So, Rudolf Peters Landhandel, kommen wir gerade her. Der hat uns ein bisschen unterstützt. Da gab es schön Bockwurst, Brötchen, alkoholfreien Punsch und Kaffee. Einmal schöne Stärkung geholt, ein bisschen aufgewärmt. Das war ganz angenehm. Jetzt geht's weiter. Ja, nicht mit Blockieren, sondern mit kontrolliertem Aufhalten, sagen wir so. Wir fahren ja alle 15 bis 20 Minuten weiter, so dass auch der normale Verkehr weitergehen kann. Einfach nur, dass alle so ein bisschen, ja, unsere Präsenz merken. Und jetzt seht ihr hier auch die Kreise, hier ist jetzt gerade nichts. Es ging hier gerade alles ganz normal weiter. Guck mal, wo wir jetzt hinfahren. Ah, wisst ihr, das Ding ist halt auch, es ist arschkalt draußen. Ich glaube, wir haben minus 6 Grad. Deswegen bin ich ganz gerne hier auf meiner Kabine. Das ist halt Treibhauseffekt hier, ne? Alles voller Fenster, die Sonne scheint. Deswegen ist es hier, trotzdem es draußen so arschkalt ist, auch wenn die Heizung nicht unbedingt die ganze Zeit läuft, ist es hier richtig schön kuschelig warm drauf. Deswegen, ich habe erst noch gedacht, ob ich so ein bisschen rumgehe und einfach mal so ein bisschen auf Trecker zeige, aber ich glaube, hier so aus der Kabine könnt ihr auch genug sehen. So, und es geht jetzt das erste Mal so ein bisschen in die Stadt rein. Da vorne ist ein kleiner Kreisel. Da stellen wir uns jetzt noch ein bisschen hin. Und auch wenn hier jetzt eine kleine Autoschlange steht, sind alle mit der Zeit durchgekommen. So, hier ist es gerade auch einmal ganz gut zu sehen. Rettungskräfte haben immer eine Möglichkeit durchzukommen. Der Herr hier vorne im schwarzen Auto hat gerade auch nett gefragt. Wir sind jetzt hier gerade, Stadt ist das ja bei uns auch nicht so richtig, ist ein größeres Dorf, könnte man fast eher sagen. Wir wollen jetzt hier im Kreisel, das Problem ist jetzt gerade, unsere Ausfahrt wird von anderen Leuten quasi blockiert. Wir wollen eigentlich in die Stadt rein. Und ja, das ist jetzt gerade das Problem, deswegen geht hier jetzt gerade nichts. Gut, der nette Herr ist da gut vorbeigekommen, das ist schön. Und jetzt, nein, das seht ihr glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Weitwinkel so weit geht, aber jetzt geht es langsam hier los. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist der Zuspruch schon eher da. Viele jubeln, manche haben halt kein Verständnis für, aber ja, habe ich ja schon gesagt, ist teilweise ja auch verständlich. Vorhin war auch eine Frau, die hat dann gefragt, ob sie, weil sie einen MRT-Termin hat, gut, MRT ist ja, keine Ahnung, bei uns wartet man teilweise 6 Wochen drauf, dementsprechend ist dann eh nichts Lebensbedrohliches mehr, aber natürlich sofort durchgelassen. Dann machen wir Platz. Es gibt genug Videos, die zeigen, dass sich dieser Punkt
signifikant von den Klimaklebern unterscheidet, also wo wir uns signifikant von denen unterscheiden, dass wir einfach für normale Leute einfach die Straße auch wieder aufmachen. Mal kleine Schleichwerbung. Oh, ja, hallo! Oh, Junge! Da dachte ich, der fährt mir rein. Ich wollte gerade Schleichwerbung machen. Für die Leute, die hier aus dem Kreis kommen. Ich stehe direkt neben dem Döner meines Vertrauens. Der beste Döner hier überhaupt. So, bis zum Kreisel, wo wir hin wollten, sind wir nicht ganz hingekommen. Deswegen wird jetzt hier vor dem Marktplatz einmal blockiert. Da vorne könnt ihr eine Klempnerkolonne sehen, die sich uns auch angeschlossen hat. Die haben unter anderem die Tränken bei uns im Pferdestall gemacht. Super Leute. Und ja, wir sind jetzt hier, haben uns hier in zwei Reihen aufgestellt. Ja, und stehen jetzt die nächsten 15 bis 20 Minuten. Ich muss auch sagen, ich habe die Stadt hier noch nie mit so wenig Autos gesehen. Normalerweise steht hier alles voll, aber meine Freundin arbeitet ja auch hier im Ort und überall sind die Leute im Homeoffice heute, beziehungsweise ja, es wurde ja lange genug angekündigt. Dementsprechend haben die Leute sich auch darauf vorbereitet. Auch wie gerade eben die Demo, oder was heißt, auch wie gerade eben der Punkt, wo wir standen, links, rechts, überall gegen kleine Straßen, wo man uns umfahren kann. Deswegen, da geht es wirklich nur. Deswegen, da haben wir jetzt auch keinen blockiert, sondern nur etwas aufgehalten. Junge, die Sonne blendet heute aber auch. So, da ist der nächste Kreisel. Da standen vorhin schon welche. Und so geht es quasi den ganzen Tag, dass man von Punkt zu Punkt fährt, immer mal kurz sich hinstellt, ein bisschen. Ja, auch mit den Leuten, die dann zu einem kommen, Gespräche führt. Ich muss sagen, bis jetzt sind nur positive Leute gekommen und haben das Gespräch gesucht. Einen Menschen habe ich gesehen, der hat so gemacht im Auto, aber hat auch nicht Fenster runter gemacht, als ich mit ihm reden wollte. Also ich weiß nicht. Man kann auch niemanden sowas zwingen, ne? Aber ansonsten, ja. Ist es ganz schön, auch einfach irgendwie Gespräche mit Leuten zu führen und denen erklären, warum man das macht. Obwohl, die meisten haben da wirklich Verständnis für. Ja, gerade eben auch. Kommt hier einer an und sagt, ey, richtig geil, was ihr macht. Richtig klasse. Wir stehen voll hinter euch. Endlich steht mal einer auf. So. Das hier ist der nächste Kreisel. Hier stellen wir uns jetzt hin. So, für uns geht's weiter. Gerade eben der unschönen Moment gehabt. Gerade eben noch darüber geredet, dass die meisten positiv eingestellt sind. Fährt gerade ein Auto vorbei. Mach den hier. Toll, ne? Was war das für ein Kennzeichen? Natürlich Hamburg. Also, was heißt natürlich? Aber ich habe mir das schon gedacht, dass vielleicht hier bei uns in der Gegend, das ist eine eher dorfliche Region, bisschen mehr Zustimmung dafür ist als in den Städten. Weiß ich nicht, ist eine Vermutung persönlich von mir, weil ja in den Städten die Leute nicht so einen engen Bezug haben im Schnitt zu der Landwirtschaft und ja, leider da oft Unwissenheit herrscht. Das ist das Problem. So, und bei dem Herrn gehe ich jetzt auch davon aus, weiß ich nicht, sehr wahrscheinlich aus der Stadt kommt. Und absolut kein Verständnis dafür hat. So, er kommt aus Hamburg hierher, in einen, wenn nicht sogar den
dünn besiedelten Landkreis in ganz Deutschland und zeigt uns Landwirten den Mittelfinger. Weiß ich nicht, da kann man auch mal überlegen, was ist der denn? Also der hatte einen ordentlichen Bauch, ne? Sah aus, als wenn er gerne isst. Und dann denke ich mir, meine Güte, dann soll er doch auch seine Lebensmittel, die er so gerne isst, wertschätzen, weil er wahrscheinlich auch doch lieber Nahrungsmittel aus Deutschland isst. Wir haben hier in Deutschland Kontrollen, die es in anderen Ländern nicht so gibt. Und das wertschätzen halt auch viele Menschen, dass sie wissen, dass das, was sie essen, fair hergestellt wird. Und nicht wie irgendwelche Bio-Kartoffeln aus Ägypten, die dann irgendwie hier eingeschippt oder eingeflogen werden. Also, weiß nicht, ich glaube, da muss ich niemandem erzählen, dass da die tollen Bio-Kartoffeln aus Ägypten in Wirklichkeit keine Bio-Kartoffeln sind. Aber ja, das meine ich mit einer Vermutung der eventuellen Unwissenheit von den Leuten, von einer kleineren, ja, weiß ich nicht, von ein paar Leuten aus der Stadt. Meine Güte, ich versuche mich hier politisch korrekt auszudrücken, wenn ich niemanden anpissen will, aber. Ja, ist wie es ist. Ampel ist rot. Wir warten natürlich. Und dann geht es gleich wieder auf Umgehungsstraße zu einem anderen Kreisel, bei dem wir noch nicht waren. Stimmung ist wieder ein bisschen. Weiß ich nicht, ein Finger, der kann ein bisschen runterziehen. Naja, weiter geht's. So, die Sonne geht da hinten langsam unter. Wir sind wieder weiter zum nächsten Kreisel. Und da vorne links um die Ecke geht's zu dem Landhandel Rudolf Peters, wo wir vorhin die Bockwurst gekriegt haben. Und da kommen die alle auch gerade her. Jeder macht eine schnelle Stärkung zwischendurch. Und die fahren jetzt zu dem Kreisel, wo wir gerade herkommen, und wir kommen jetzt hier hin. Also ihr versteht das Prinzip. Wir fahren quasi die ganze Zeit in die Stadt, um die Stadt drumherum. So, hier standen wir jetzt noch relativ kurz und der erste Trupp geht schon weiter. Hier stehen jetzt gerade doch einige mehr Leute. Auch für die Spediteure hier tut mir das teilweise leid. Die haben ja dann auch ihre Fahrkarten. Aber freundliche Gesichter sind nicht sauer, das beruhigt dann. Ich habe immer Angst, dass die Leute irgendwie einfach nur genervt sind von uns. Und das will man ja nicht. Man will ja nicht den Bürger ärgern, sondern man will einfach nur auf sich aufmerksam machen, dass man sehr unzufrieden ist. Mal erstmal ein paar Leute vorbei hier. Die warten ja auch schon lange genug. Es geht nämlich weiter. Polizei kam gerade. Wie gesagt, die sind ja immer dabei. Achten darauf, dass wir hier auch nicht allzu lange stehen. So, my time. Jetzt fahre ich. Man muss auch immer nach links gucken, weil heute sind irgendwie Verkehrsregeln. Werden auch nicht so stark kontrolliert oder gar nicht. Ist ja auch verständlich, ne? Also die Leute überholen links, rechts, über grüne Streifen. Ich habe schon einige Situationen gesehen, wo fast Unfälle passiert sind. Leider auch eine Nachricht bei Instagram gekriegt, dass schon Unfälle passiert sind, weil manche Autofahrer dann ja unaufmerksam sind, weil sie sich denken, jetzt zieh ich schnell links vorbei. Die Idee hatte aber der dahinter auch schon, und dann ist der schon auf der linken Spur und der andere will schnell links vorbeiziehen. Ja, das ist ja blöd gelaufen. So, das war's, Leute. Demonstration 8.1. für mich im Wendland abgehakt. Ja,
Fazit, kleines Fazit. Alles friedlich geblieben. Polizei war nett, sympathisch. Groß und ganz die Leute auch verständnisvoll. Wenn man ganz normal gefragt hat, haben wir natürlich auch eigentlich jeden vorbeigelassen. Und also da kann ich natürlich nur von meiner Gruppierung hier sprechen. Ich weiß nicht, wer wie sonst wo was gemacht hat. Wenn ich jetzt da hinten in den Ort reingucke, sehe ich noch ein bisschen Blaulicht, sehe ich noch Rundumleuchten. Ja, wir sind hier durch einen anderen Ort jetzt quasi aus Büchow, das ist ja keine Stadt, aber aus der Stadt rausgefahren und machen uns jetzt auf den Heimweg. Ich hoffe, in den Kommentaren wird sich nicht zu sehr ausgelassen über diese Aktion hier am 8.1. Aber das war es jetzt für mich. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die uns ja, nette Blicke zugeworfen haben, ein Lachen geschenkt haben und ja, auch an Verpflegung an uns gedacht haben. Hobby Knebel ruft gerade an, ich beende das Video. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. So, mittlerweile ist es hell. So, für uns geht's weiter. So, die Sonne geht da hinten langsam unter. So, hier standen wir jetzt noch. So.